Willkommen heute wieder zu einem neuen Meme-Video. Heute dreht es sich um das Märchen der negativ verzinsten Staatsanleihen. Ich beziehe mich hier vor allen Dingen auf Deutschland, weil ich dort die Zahlen gestern auch nochmal nachgeschaut habe. Zunächst einmal, wie geht dieses Märchen? Es war einmal ein Land, in dem lebten ganz viele Menschen, die so viel Geld hatten, dass sie überhaupt nicht mehr wussten, wohin damit. Und deshalb den Staat baten, du gib uns doch mal bitte eine Möglichkeit, wie wir dir Geld schenken können. Und dann wurde hin und her überlegt, was man denn machen könnte, damit diese Menschen dem Staat Geld schenken können. Und man erfand eine Staatsanleihe, die zu 100 Euro ausgegeben wird und der Staat sagt, und in 10 Jahren gebe ich euch 95 Euro zurück. Also werden dem Staat 5 Euro geschenkt. Und die Menschen waren so happy, kauften diese Anleihen vom Staat und wie es halt im Märchen ist, sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Nur das ist halt ein Märchen. Aber wir leben nicht im Märchen, sondern wir leben in einer Welt, in der Geld nicht einfach so verschenkt wird. Deshalb ist es immer wieder erstaunlich, warum Menschen glauben, dass andere Menschen, die Geld haben, einfach so auf ihr Geld verzichten würden. Also zunächst einmal, es gibt keine Staatsanleihen, auf jeden Fall nicht in Deutschland, die mit einem negativen Zins ausgegeben werden. Was es gibt in Staatsanleihen, die mit einem Nullzins ausgegeben werden, das heißt, wo man zumindest keine Zinsen bekommt. Was letztlich sehr stark zu unterscheiden ist zwischen einem negativen Zins und einer negativen Rendite, weil eine Rendite über die Laufzeit gesehen eben einen Verlust erwarten lässt, wenn sie negativ ist. Aber das ist eben erstmal eine Perspektive. Das heißt noch nicht, dass dort tatsächlich eine negative Rendite am Ende für denjenigen, der die Staatsanleihe gekauft hat, auch wirklich herauskommt. Sondern die Frage ist, wer zahlt am Ende tatsächlich diesen Verlust, der dort entsteht? Wie kommt das Ganze zustande? Bleiben wir erstmal bei einem Nennwert von 100 Euro für eine solche Staatsanleihe und schauen dann mal, wenn die in 10 Jahren dann wieder mit 100 Euro zurückgezahlt wird, dann ist da erstmal nominell kein Verlust. Natürlich kann man sich jetzt noch mit der Inflation beschäftigen und überlegen, was das für die Kaufkraft bedeutet. Aber dieses Geld wird ja eh nicht dafür eingesetzt, irgendetwas Bestimmtes zu kaufen, sondern es wird einfach dafür eingesetzt, möglichst Gewinne hervorzubringen. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich mit einer Staatsanleihe, die erstmal keinen Zins abwirft, trotzdem einen Gewinn machen? Zunächst einmal werden die Staatsanleihen über Bieterverfahren ausgegeben. Diese Bieter, die in der ersten Runde überhaupt an diese Staatsanleihen kommen, sind in der Regel Finanzinstitute, allen voran Banken. Erstmal haben die ja keine große Schwierigkeit, letztlich das Geld dafür zusammenzubekommen, weil sie können es einfach erzeugen. Das heißt, sie sind überhaupt nicht darauf angewiesen, das Geld zu haben, weil in dem Moment, wo sie die Anleihen kaufen, haben sie das Geld. Das nennt sich halt Geldschöpfung. Also erstmal ein sehr geringes Risiko und ein sehr, sehr geringer Kapitaleinsatz, den die Banken dort leisten müssen. Mal angenommen, sie haben jetzt diese 100 Euro Nennwert zu 105 Euro eingekauft im Bieterverfahren. Das heißt, sie würden jetzt, wenn sie 10 Jahre das Papier halten, dann tatsächlich 5 Euro Verlust machen. Aber warum sollten sie das Papier 10 Jahre lang halten? Staatsanleihen sind ja börsennotiert und haben wechselnde Kurse. Dieses Wertpapier kann auf 104 Euro fallen, es kann aber auch auf 106 Euro steigen. Aufgrund dieser Kursschwankungen können schon mal die Erstkäufer in Form der Banken letztlich auch mit diesen Papieren Gewinne machen. Und am Ende steht nämlich dann wieder der Punkt, den letzten beißen die Hunde. Das heißt, derjenige, der am Ende das Papier hat und es nicht mehr mit Gewinn verkaufen kann, der muss am Ende den ganzen Verlust tragen. Nur wer wird das eigentlich sein? Und sind das wirklich dann die Investoren, die jetzt so viel Geld übrig haben? Oder sind es am Ende in irgendeiner Form dann die Steuerzahler, die das entweder über den Staat oder Umwege letztlich wieder selber zahlen? Eine Sache ist, die ich leider nicht überprüfen kann, weil auch trotz einer Anfrage bei der Bundesbank bekomme ich zumindest keinen Zugang zu den Informationen, zu welchen Preisen die Bundesbank bzw. die EZB die Wertpapiere ankauft. Weil da wäre schon mal sehr interessant zu wissen, zu welchem Kurs hat die Zentralbank in der Vergangenheit die Papiere gekauft und wie weit lagen diese Preise dann eventuell sogar über dem Bieterverfahren. Das heißt, das, was der Staat bei der Ausgabe der Papiere eingenommen hat, letztlich von der EZB dann schon überbezahlt wurde. Das heißt, die Banken haben bereits ihren Gewinn gemacht. Und jetzt warten letztlich die Papiere einfach nur bei der EZB darauf abzulaufen und dass der Verlust als Gewinne an die Aktionäre von Banken gegangen ist, dann tatsächlich auch in den Büchern realisiert werden muss, weil es halt dann nach den Bilanzierungsregeln irgendwann abgeschrieben werden muss. Und für die Zentralbanken ist ganz klar, dass diese Verluste dann direkt in den Staatshaushalt zurückfließen, weil so wie die Gewinne der Zentralbanken muss der Staat im Endeffekt am Ende auch Verluste ausgleichen. Und in dem Umfang, wie die Zentralbanken in den letzten Monaten und Jahren letztlich erhebliche
Milliarden Ankäufe von diesen Papieren getätigt haben, wäre es halt unglaublich spannend, wirklich mal zu wissen, welche Verlustpotenziale da eigentlich in den Büchern schon drinstecken. Aber natürlich, das ist von mir reine Spekulation. Ich kann es nicht belegen, weil ich nicht an die Daten rankomme. Ein anderer Punkt, warum es sich für die Banken auf jeden Fall lohnt, diese Papiere bei der Emission über Kurs zu kaufen, ist, weil es zumindest eine kleine Gruppe von Unternehmen gibt, die auch darauf angewiesen ist, diese Papiere halten zu müssen, aufgrund von gesetzlichen Verpflichtungen. Allen voran die Renten- und Pensionsfonds. Das heißt, die Versicherungsunternehmen, die Lebensversicherung, Kapitallebensversicherung, Rentenversicherung anbieten, die müssen einen Teil ihrer Anlagen letztlich in sichere Wertpapiere stecken. Da diese Papiere ja aufgrund der Nachfrage der Zentralbanken entsprechend knapp sind, müssen sie die dann gegebenenfalls auch zu einem Preis kaufen, der einen Verlust erwarten lässt. Aber dieser Verlust wird im Zweifel am Ende nicht bei den Versicherungen stecken bleiben, sondern er wird dann letztlich diejenigen treffen, die natürlich in das Modell der kapitalgedeckten Rentenversicherung oder Altersvorsorge investiert haben. Und das werden die Menschen dann im Alter zu spüren bekommen. Und da wird dann die Inflation in Kombination richtig heftig zu Buche schlagen, weil die Überschussbeteiligung, die da immer schön gerechnet werden, dann auf jeden Fall nicht anfallen. Selbst wenn all diese Konstruktionen nicht zutreffen, sondern einfach nur die Banken das Zeug gekauft haben und sich komplett verspekulieren, was die Gewinnmöglichkeiten angeht, dann ist die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Banken dann pleite gehen werden? Oder erleben wir das gleiche wie 2008, dass dann letztlich auch wieder mit Steuermitteln der Staat den Banken zur Seite springt? Genauso wie es letztlich bei den Versicherungsunternehmen wird tun müssen, die ja die kapitalgedeckten Rentenversicherungen garantieren sollen. Das heißt, am Ende hat der Staat mit diesen Anleihen nur einen Aufschub bekommen. Es ist eine Verschleppung der Schuldenlast letztlich um ein paar Jahre, vielleicht Jahrzehnte, je nachdem, wie lange es auch gelingt, die Zinsquoten unten zu halten. Natürlich, es gibt Gründe, warum der Staat aktuell immens Geld braucht. Die Vorstellung, wir gehen dann zurück auf irgendeinen Wachstumspfad, um letztlich die relative Schuldenquote von 60% zum Beispiel wieder einzuhalten oder darunter zu fallen, weil die Schulden halt absolut nicht abgebaut werden, dann ist es auch keine sinnvolle Zielgröße und stehen eigentlich, wenn wir das Ganze mit dem Klimawandel ernst meinen, dass es dort irgendwelche Aktivitäten zu entfalten gäbe, dann müssen wir uns langsam mal von dem Gedanken des Wirtschaftswachstums trennen. Und im Gegenteil, wir müssten nicht nur, dass die Wirtschaft den Status quo erhält, sondern eigentlich sogar noch weiter runter. Und wir sehen ja, wie problematisch das gerade jetzt zum Beispiel ist. Wie gut und wie leicht fällt es uns, auf Erwerbsarbeit zu verzichten und zu sagen, wir hören mal auf zu arbeiten. Wie viele Menschen haben jetzt nach ein paar Monaten, wo sie eingeschränkt oder eventuell gar nicht arbeiten konnten, steht das Wasser zum Hals oder schon weit darüber. Da ist einfach ganz deutlich, es hilft nichts letztlich, dass der Staat dort ein paar Schulden aufnimmt und dass das uns irgendwie in die Zukunft rettet, sondern wir brauchen eine fundamentalere Lösung. Mein Vorschlag dafür ist ja eben ein Gleichgewichtsgeld einzuführen, das mit einem freiwilligen Grundeinkommen gekoppelt ist, weil einfach das Geldsystem anders funktioniert. Zu dem Thema findet ihr in meinem Videokanal noch weitere andere Videos. Am besten einfach mal das TEDx-Video anschauen, wo es darum geht, eben wie genau dieses Geldsystem dann funktionieren soll und wie wir dann nämlich überhaupt nicht in die Situation wie jetzt kommen würden, dass die Leute zwingend an ihrer Erwerbsarbeit festhalten müssen, nur um ein Einkommen zu haben. Weil das ist etwas, was uns, was den Klimawandel angeht, einfach das Genick brechen wird. Und somit hätten wir viele von den jetzigen Problemen, die wir haben, weil die Menschen ihre Erwerbsarbeit nicht ausüben können bzw. dürfen, hätten wir überhaupt nicht, weil zumindest eine so hohe finanzielle Grundversorgung gegeben wäre, dass wir auf diese Erwerbsarbeit verzichten können. Das wäre auch für die Zukunft dringend notwendig, unsere Abhängigkeit zur Erwerbsarbeit runterzufahren und einfach zu leben, ohne zu arbeiten und sich letztlich auf die Notwendigkeiten zu beschränken, die wir tatsächlich zum Leben brauchen, was Kleidung, Nahrung, Wohnen angeht und dann das, was gerade am meisten betroffen ist, Kunst, Unterhaltung, Freizeitangebote, dass wir die dann nutzen können. Aber solange wir halt eine Gesellschaft weiterhin aufrechterhalten, die vor allen Dingen auf und mit Geld funktioniert, wäre es sinnvoll, erstmal zumindest das Geldsystem zu ändern, wenn schon keine größeren Entwürfe, was das Miteinander der Menschen angeht, im Moment zur Debatte stehen. Negative Rendite ist nicht das gleiche wie negativer Zins. Und eine negative Renditeerwartung über einen Zeitraum von 10 Jahren, da ist viel Zeit, letztlich diesen Verlust zu umgehen. Und am Ende ist eben die Frage, wer den schwarzen Peter bekommt und wer am Ende dafür gerade stehen
wird. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass den Kapitalanlegern oder Investoren so einfach unterstellt wird, dass sie sehenden Auges in einen Verlust gehen und dass da nicht Überlegungen und Strategien dabei sind, dass man eben keinen Verlust hat, sondern im Gegenteil, dass man auch in diesem Spiel am Ende gewinnt und der Staat bzw. dann seine steuerzahlenden Bürger verlieren werden. Weil die Umverteilungsmaschine oder die Umverteilungsmechanismen werden ja nicht dadurch außer Kraft gesetzt, nur weil manche den Wunsch hegen, da würde dem Staat einfach Geld geschenkt werden. Und man hätte die ganzen Investoren und anderen Analysten, die gegen die Überlegungen des Staates arbeiten, mal eben austricksen können. Soweit heute zum Märchen der negativ verzinsten Staatsanleihen. Und ich hoffe, ein paar von euch können nachvollziehen, dass es eben einen großen Unterschied macht, ob von negativem Zins die Rede ist oder von einer negativen Renditeerwartung, die erstmal eintreffen muss. Und letztlich ist dann am Ende immer die Frage, wer wird wirklich diesen Verlust am Ende tragen? Und ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, dass die Banken oder Investoren wirklich so dumm sind, dort sehenden Auges in einen Verlust zu rennen. Sondern natürlich, sie können sich verspekulieren. Es kann sein, dass ihre Erwartungen nicht aufgehen. Aber letztlich, die Ankaufsprogramme der EZB sind aus meiner Sicht einer der besten Optionen zu überlegen, hey, es wird mit Sicherheit jemanden geben, der mir dieses Zeug für mehr abkauft, als ich dort bei der Emission gezahlt habe. Wer gewinnt oder verliert, werden wir letztlich erst in einigen Jahren bzw. eventuell sogar Jahrzehnten sehen und dann sehen, was es mit dem Staatshaushalt anstellt, wenn dann plötzlich die Verluste über die Zentralbanken in den Staatshaushalt zurückschlagen und dann dort neben den Zinsen, die sowieso noch zu zahlen sind, auch erhebliche zusätzliche Deckungen aufgebracht werden müssen. Und was dann damit auf der Strecke bleibt. Soweit für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.